Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Es ist jetzt Mittwochmorgen. Ich arbeite heute von zu Hause und ich glaube, wir starten jetzt einfach direkt am Morgen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Food Diary. Guten Morgen, ich bin noch ziemlich müde. Ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Ich schlafe gar nicht so viel weniger als sonst. Aber ich glaube, es ist einfach, weil wir im Moment so viel anstreichen. Und ich zudem auch noch ins Fitnessstudio gehe und ziemlich viel arbeite, also ziemlich viel zu tun habe auf der Arbeit. Ich glaube einfach insgesamt macht mich das ein bisschen müde. Es ist noch ziemlich früh. Ich warte jetzt auf die Handwerker, die kommen heute nochmal. Und ich werde auch heute von zu Hause aus arbeiten und dementsprechend heute hier essen. Heute Abend gehen wir aber essen, mein Freund und ich. Und deswegen werde ich heute tagsüber wieder ein bisschen weniger essen. Das versuche ich ja meistens so zu machen, wenn wir abends essen gehen. Und ja, ich vermute mal, dass ich wieder Ei essen werde. Das ist im Moment so mein Go-To-Essen. Vielleicht mit ein bisschen Spinat, den haben wir nämlich noch da. Und vielleicht mit Orangensaft. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall gibt es auch erstmal Frühstück. Ich werde mir jetzt aber als allererstes einen Tee machen. Ich suche gerade die Teekanne. Wir haben ein paar von unseren Küchensachen hier im Arbeitszimmer momentan. Und ja, da hinten ist auch unser Schrank offen gerade, weil der halt auch noch gestrichen werden muss. Das mache ich heute Nachmittag und ansonsten, ja, lege ich so schön arbeiten. Mittlerweile meldet sich so langsam der Hunger. Ich werde mir jetzt meine Schokohaferflocken machen. Und mein Plan ist es, heute Mittag wieder ins Fitnessstudio zu gehen, in meiner Mittagspause. Das habe ich jetzt so als kleine Routine quasi für mich herausgefunden, weil mittwochs arbeite ich meistens von zu Hause und dann fange ich einfach ein bisschen früher an und gehe dann in der Mittagspause ins Fitnessstudio. Ich finde, das ist so eine coole Pause auch am Tag, weil im Fitnessstudio, also ich persönlich kriege super viel Energie im Fitnessstudio, weil ich dann Zeit habe, über Sachen nachzudenken und zu reflektieren und kriege auch super viel Motivation. Und dann ist das eigentlich immer so ganz cool mitten am Tag. So für die zweite Hälfte des Tages. Dann fühlt es sich ein bisschen so an, als hätte man einen zweiten Tag dazu gewonnen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber für mich schon. Und das kommt aber dann erst ein bisschen später, weil ich dann morgens eigentlich auch immer am effektivsten arbeite. Und ich mache das generell so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erwähnt habe. Ich habe über die Zeit so eine richtige Struktur für mich herausgefunden, weil ich halt schon seit vielen, vielen Jahren quasi eigenständig von zu Hause aus gearbeitet habe, in unterschiedlichen Konstellationen. Auch teilweise als selbstständig war und jetzt auch während Corona. Aber davor habe ich halt auch schon super viel von zu Hause gearbeitet und ich habe null Problem mit Disziplin zu Hause. Also ich kenne das von anderen, dass sie dann super abgelenkt sind, wenn sie von zu Hause arbeiten. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe einfach für mich so eine richtig coole Struktur rausgefunden, wie es für mich am besten funktioniert. Und das ist für mich persönlich so, dass ich morgens direkt anfange zu arbeiten, so früh wie möglich. Also ich wache auf und fange direkt an zu arbeiten, idealerweise. Früher habe ich das auch oft so gemacht, dass wenn ich um 5 wach war, ich einfach um 5 Uhr angefangen habe zu arbeiten. Momentan ist mein Schlafrhythmus ein bisschen anders, dass ich schon nur so bis 6:30, 7 schlafe. Und dann lege ich aber einfach direkt los mit Arbeiten, weil dann mein Gehirn einfach am frischesten ist. Und dann arbeite ich ja bis 12 auf jeden Fall ziemlich fokussiert. Und auch im Büro versuche ich mir das so zu legen, dass ich nicht so viele Meetings habe morgens, weil ich finde, die rauben einem einfach nur Energie. Und für mich persönlich ist so fokussiertes Arbeiten am Morgen einfach ja am effektivsten, super produktiv. Deswegen versuche ich das so weit wie möglich für mich umzusetzen. Und dann ist es halt ideal mit der Pause im Fitnessstudio gegen ja, 12:30, weil ich dann sowieso automatisch ein bisschen müder werde. Und dann kriege ich wieder neue Energie. Und dann am Nachmittag mache ich dann meistens ja, irgendwelche Sachen, die nicht so viel fokussiertes Arbeiten erfordern, wo man halt sein Gehirn so die volle Kapazität braucht quasi, sondern halt einfach Meetings und E-Mails und sowas, was man so wegarbeiten kann. Und das funktioniert für mich so, so gut und ich bin so froh, dass es bei uns auf der Arbeit möglich ist. Nicht alle, ich weiß, dass nicht alle Arbeitgeber so flexibel sind und einem ermöglichen, dass man Meetings zum Beispiel auf den Nachmittag legt. Ja,
Aber glücklicherweise durch Corona hat sich das ganze Jahr sehr geändert in der Arbeitswelt. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Das nur am Rande. Und ich glaube auch, dass es super gut war, dass ich mal selbstständig war eine Zeit lang, weil das hat so richtig für mich herauskristallisiert. Ich habe auch einige Bücher dazu gelesen, aber es hat für mich so richtig herauskristallisiert, wie sehr Effektivität einen voranbringt. Und ich weiß noch, dass früher, als ich in Deutschland angefangen habe zu arbeiten, auch während des Studiums, dann ist, da ist die Kultur halt einfach so, dass man, je länger man da bleibt und je länger man Präsenz zeigt, desto geschätzter ist die Arbeitskraft. Aber das ist ja totaler Blödsinn, weil man ja einfach in 5 Stunden effektiv genauso viel schaffen kann wie in 10 Stunden nicht effektiv. Und das merkt man halt so richtig, finde ich, wenn man selbstständig arbeitet, weil dann ist halt die Zeit nochmal viel, viel kostbarer. Und dann denkt man sich halt, okay, wenn ich das Ganze jetzt in der halben Zeit schaffe, dann habe ich halt den Rest Freizeit. Und das ist halt wirklich eine Entwicklung, wo, finde ich, der ganze Arbeitsmarkt hingehen muss. Und in Dänemark ist das glücklicherweise relativ fortschrittlich. Hier gibt es auch einige Firmen, die schon eine 4-Tage-Woche haben. Ich weiß, dass in Norwegen das noch mehr der Fall ist. Und ich finde einfach, dass das ja total Sinn macht. Und es motiviert auch total. Ich finde, die Kultur hier ist ganz anders, weil alle, die das Bestreben haben, so schnell wie möglich fertig zu werden mit ihren Sachen. Meetings sind super effektiv. Teilweise, also wir buchen eigentlich nur halbstündige Meetings und nicht länger. Selbst die sind oft nach 10, 15 Minuten durch, weil wir einfach ja so effektiv wie möglich das alles machen möchten. Und bei mir geht es mit der Effektivität sogar so weit, dass ich manchmal so ein bisschen ja, alles effektiv mache, auch im privaten Bereich. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, weil das nervt auch manche Leute so ein bisschen. Aber ja, ich finde einfach, Zeit ist sehr, sehr kostbar und man sollte sie so verbringen, dass man auch Zeit für schöne Dinge hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Porridge kocht gerade, ich habe so großen Hunger. Also ich finde, das war jetzt ein sehr langer Monolog, habe ich gesehen. Und das blubbert jetzt schön vor sich hin. So, jetzt habe ich fast wieder vergessen, die Mandeln zu rösten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Das geht dann auf einmal ruckzuck. Und das ist immer das schönste Geräusch, finde ich, wenn die gerösteten Mandeln auf den Joghurt treffen. Und das lasse ich mir schmecken. Dreimal dürft ihr raten, was es zu essen gibt. Richtig, Rührei. Ja, im Moment, ich weiß auch nicht, ist das einfach das perfekte Essen für mich. Ich habe immer so Phasen, denen ich eigentlich super gerne mag und dann nicht so gerne. Und es ist aber auch einfach, finde ich, ein super Essen für jede Gelegenheit, weil gesundes Eiweiß drin ist, gesundes Fett, keine Kohlenhydrate. Und dann kombiniere ich das einfach mit einer Karotte. Und ein bisschen Knäckebrot. Und dann ist es halt einfach ein perfektes Mittagessen und hält mich auch super lange satt. Ich glaube, am Sonntag, als wir angestrichen haben, oder war das Samstag? Ich glaube, Sonntag. Da habe ich nur eine Rührei. Nee, Samstag. Da habe ich nämlich nach dem Sport, also ich habe vor dem Sport nichts gegessen. Nur eine halbe Banane und habe dann nach dem Frühstück ein Rührei gegessen und einen Smoothie getrunken. Und da hat mich, glaube ich, 6 Stunden oder so, hat mich die Kombi satt gehalten oder 5. Und dann, klar, wenn man anstreicht, dann ist man natürlich auch beschäftigt und dann geht die Zeit halt auch schnell vorbei. Aber trotzdem, das hat mich sehr beeindruckt. Sogar so, dass ich eigentlich vorhatte, das jetzt immer zum Frühstück auch zu essen. Aber es ist ein bisschen, ich mag nicht so gerne herzhaft zum Frühstück und es ist auch morgens dann immer ein bisschen stressig. Ich halt immer gerne, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, immer gerne so aus der Tür raus will und dann am liebsten auf der Arbeit frühstücke. Jetzt werde ich mir hier meine Karotte schmecken lassen und mein Rührei. Guten Morgen, ich mache mir gerade ganz fix mein Frühstück zu mitnehmen und dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Unser Essen gestern war super, super lecker. Ja, kann ich euch heute Nachmittag mal genaueres zu erklären. Sehr, sehr gut. Und ja, ich spute mich jetzt ein bisschen und dann melde ich mich heute Nachmittag wieder. Guten Abend, jetzt melde ich mich auch nochmal. Ich entschuldige mich schon mal für das komische Geräusch im Hintergrund. Und zwar testen wir gerade die Backmaschine, die wir bekommen haben. Ich habe die aus Versehen auf 12 Minuten gestellt und jetzt läuft die halt gerade im Hintergrund. Wir sehen können, sind unsere Fenster leer. Das ist, weil morgen der Fensterputzer kommt. Und ja, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, Essen gestern war so lecker, richtig, richtig gut. Ich glaube, mein Favorit war das Tartar, das es am Anfang gab, mit einem Eigelb, mit einer Eigelbcreme und Haselnüssen. Und der Nachtisch war auch richtig, richtig gut. Und zwar Tiramisu und Mandarinensorbet.
Und zwar war das Tiramisu so ein bisschen anders, als man das normalerweise hat. Mit so einem etwas knusprigeren Keks und nicht so eingeweicht. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Und die Creme insgesamt war auch so ein bisschen leichter, als es normalerweise ist bei Tiramisu. Und dann gab es noch gefüllte Tortelli mit Ricotta und Spinat und ein bisschen Fisch. Und ja, heute Morgen habe ich dann meinen Schoko-Envelope gegessen im Büro. Ich bin heute ins Büro gefahren und habe heute Mittag einen Salat gegessen mit Fisch. Das war ein bisschen komisch. Zusammengesetzt mit Fisch und Hummus und getrockneten Tomaten. Das war so ein bisschen eine komische Kombination. Und da ich so lange im Büro bleiben musste und unser Café leider geschlossen ist diese Woche, beziehungsweise es macht früher zu, weil hier im Moment Winterferien sind, konnte ich mir leider nichts Süßes holen. Aber ich habe noch einen Schokokuss gefunden. Und ja, jetzt war gerade ein Freund zu Besuch zum Abendessen. Wir haben Burger zusammen gegessen und das war's eigentlich. Und jetzt mache ich gerade einen Tee und gibt's vielleicht noch ein Stückchen Schokolade. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass mein Paket verschwunden war. Das war von Koro. Es hat auch überhaupt nichts mit Koro zu tun, weil es ist einfach hier in Dänemark so gang und gäbe, dass man überhaupt keine Benachrichtigung bekommt. Das ist ein bisschen nervig, weil man kann eigentlich nur Pakete finden, wenn man die Tracking-Nummer hat. Und das ist mir schon einige Male passiert, dass dann Pakete einfach verschwunden sind und wieder zurückgeschickt wurden, weil ich gar nicht wusste, dass die irgendwo hier liegen. Ja, aber ich habe mich dann an Koro gewendet und habe die Situation erklärt und die sind einfach so nett, haben mit einem so guten Kundenservice und haben mir jetzt halt geschrieben, ja, das Paket ist leider wieder zurückgeschickt worden, aber die kümmern sich jetzt darum, dass das wieder hergeschickt wird. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, uns geht hier schon alles Mögliche aus, Olivenöl und so weiter, deswegen freue ich mich, wenn das dann bald kommt. Und ja, die Backmaschine ist inzwischen ruhig. Ich werde morgen nämlich einen Brioche-Teig aufsetzen, morgen früh vor der Arbeit, glaube ich, weil der eine ziemlich spezielle Bearbeitung braucht. Erst muss er, glaube ich, eine halbe Stunde geknetet werden, aber das kann man ja dann jetzt einfach wunderbar in dieser Maschine laufen lassen. Und dann muss er gehen, eine Stunde, glaube ich, draußen, einfach so an der normalen Raumtemperatur und dann für 24 Stunden oder bis zu 24 Stunden im Kühlschrank. Und da wir, ah Mist, jetzt habe ich keine Vollmilch da. Mal schauen, vielleicht mache ich es mit normaler Milch. Und da wir nämlich Besuch bekommen über das Wochenende, wollte ich das gerne zum Frühstück fertig haben. Aber wenn es dann nochmal gegangen ist für 24 Stunden über Nacht im Kühlschrank, muss es morgens nochmal 2 Stunden gehen, nachdem man es geformt hat. Also es ist wirklich ziemlich kompliziert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben das vor einem Jahr ungefähr mal gemacht. Es ist einfach so lecker. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt wieder so gut wird. Das dazu. Und dann werden wir jetzt ein Tee schmecken lassen und dann schon bald schlafen. Guten Morgen, ich bin jetzt soweit fertig. Es ist noch relativ früh, 7.30 Uhr und ich werde jetzt anfangen und loslegen mit Arbeiten. Heute habe ich ein straffes Programm vor mir. Ich habe relativ viel zu tun auf der Arbeit. Das heißt, das muss ich alles fertig kriegen und dann kommt der Fensterputzer vorbei. Vielleicht wundert ihr euch, dass wir einen Fensterputzer haben. Aber in Dänemark ist das ziemlich üblich, weil man hier ganz andere Fenster hat, die relativ kompliziert zu öffnen sind. Und man muss sich halt so einmal so komplett raushängen, um die Fenster überhaupt putzen zu können. Und das ist zum einen ein bisschen gefährlich und zum anderen dauert es einfach unendlich lange. Und dadurch, dass man das hier fast jeder macht, Fensterputzer zu haben, ist es halt auch einfach nicht so teuer im Verhältnis. Von daher haben wir das mal ausprobiert letztes Mal und werden das jetzt einfach immer so machen. Und ich meine, wie oft putzt man dann auch die Fenster? Vielleicht 2-mal im Jahr. Das heißt, es sind jetzt auch keine gravierenden Kosten. Wir haben sie sogar letztes Jahr nur 1-mal putzen lassen. Aber jetzt sehen sie wirklich furchtbar aus. Und ja, der kommt dann heute vorbei. Das heißt, wir mussten alle Fenster leer räumen. Und dann bekommen wir Besuch heute so gegen 4. Und ich wollte auch noch den Brioche-Teig aufsetzen. Das heißt, ja, ich spute mich jetzt besser mal mit allem. Also ich, klar, kann natürlich arbeiten, während der Fensterputzer da ist, aber das ist natürlich mit so ein bisschen Rumräumen auch verbunden. Und ich mache mir jetzt meinen morgendlichen Tee und werde dann auch gleich frühstücken. Kann man durchgeraten, was es heute gibt. Richtig Schoko auf den Flocken. Und dann freue ich mich, wenn bald das Koro-Paket kommt. Dann haben wir nämlich wieder Mandeln im Überfluss.
Und unser Kühlschrank ist proppenvoll. Wir haben nämlich für heute und morgen Abend zum Essen Pläne gemacht. Das habe ich dann vorgestern alles schon eingekauft. Und zwar gibt es heute eine Kürbissuppe und morgen Hähnchen mit, das ist so ein Zitronenhähnchen, nennt sich das. Sehr, sehr lecker. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht habt ihr das schon mal in einem meiner Videos gesehen. Und was ich auch noch erzählen wollte, stimmt, das steht nämlich auch noch heute an. Ich habe wieder so eine Gemüsebox bestellt. Das habe ich ja schon mal vor einiger Zeit gemacht und dann auch öfters darüber gesprochen, weil ich das Konzept so cool finde. Es gibt halt hier einen Unverpacktladen, der nennt sich ein bisschen anders, wo man halt alles so lose kaufen kann und alles super gute Öko-Qualität, alles so, ja, auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Und Teil des Konzepts ist auch, dass man eine Gemüse- bzw. Obstbox, ist auch ein bisschen Obst mit dabei, bestellen kann, immer freitags. Und das ist dann alles Obst und Gemüse aus der Region. Und das ist halt so, so lecker. Das haben wir das erste Mal entdeckt in einem Restaurant / Café. Und dann haben wir gesehen, dass die ihr Gemüse von dort beziehen. Und die Zucchini, die wir da gegessen haben, und der Salat, das war einfach unfassbar lecker. Ja, und dann bin ich halt auf diesen Service aufmerksam geworden. Und das haben wir jetzt schon einmal bestellt, letztes Jahr. Und dann war es eine Zeit lang außer Betrieb, weil ich glaube, denen geht es finanziell nicht so gut im Laden. Also noch ein Grund mehr, die jetzt zu unterstützen. Ja, und da haben wir jetzt wieder so eine Gemüsebox bestellt. Da ist alles Mögliche drin. Grünkohl, Dinkelsalat, Kürbis, deswegen machen wir auch die Kürbissuppe. Dann ein Kilo Äpfel, Knollensellerie und andere Sachen. Das kann ich euch ja dann später zeigen. Das heißt, die müssen wir heute auch noch abholen gehen nach 4. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir jetzt meinen Tee schmecken lassen, während ich loslege mit Arbeiten. Und dann habe ich mein erstes Meeting um 8.30 Uhr. Und dann werde ich davor auf jeden Fall frühstücken müssen, weil dann habe ich Meetings den ganzen Morgen. Ja, das heißt, Frühstück gibt es dann auf jeden Fall vor dem Meeting um 8.30 Uhr. Also schon sehr, sehr bald. Kocht hier schon mein Porridge vor sich hin. Et voilà. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, heute gibt es Mittagessen, sehr schnell Durchlauf. Ich liege aber gut im Zeitplan. Glaube und hoffe, dass ich alles geschafft bekomme heute. Deswegen, da ich aber nicht so viel Zeit habe, mache ich mir ein schnelles Mittagessen. Und dreimal dürft ihr raten, was es gibt. Richtig, Rührei mit Knäckebrot. Das ist im Moment wirklich ja, mein Go-To-Essen, wenn es schnell gehen muss. Ist einfach so, so lecker. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen und danach noch, glaube ich, einen Smoothie machen, weil es auch immer schön satt hält und dann nochmal eine schöne Portion Vitamine mit dabei sind. So, und ich starte jetzt ganz schnell den Teig für das Brioche morgen, beziehungsweise am Sonntag. Ja, wir werden es am Sonntag essen. Es ist ein bisschen verrückt, dass das so lange gehen muss oder gehen sollte. Und jetzt starte ich erstmal mit der Hefe, der warmen Milch und dem Honig. Und das Ganze wird dann einmal gemixt und für 10 Minuten stehen gelassen, damit die Hefe aktiviert wird. Das ist einfach so cool, endlich so eine Backmaschine zu haben. Wir haben da so lange drüber nachgedacht und irgendwie brauchen wir es ja doch nicht. Und es ist einfach so cool. Es geht jetzt los. Das Besondere an der Maschine ist halt, wie ihr sehen könnt, dass sich unterschiedliche Sachen hier drehen. Also einmal dreht sich die Schüssel und dann dreht sich dieser Pin hier innen drin. Der dreht sich eigentlich schneller. Komisch, auf der Kamera sieht das langsam aus. Und ja, dann wird es immer so von der Seite weggekratzt. So, mittlerweile sieht der Teig so aus. Den werde ich jetzt abdecken und dann im Ofen für eine Stunde gehen lassen. Ich lasse Sachen eigentlich immer im Ofen gehen. Ich stelle ihn einfach immer auf niedrigste Stufe, quasi unter 50 Grad. Und dann ist das perfekt, finde ich, um Sachen gehen zu lassen, weil man nie so genau weiß, ob man nicht doch irgendwie Durchzug hat zu Hause oder irgendwie, ja, im Windzug geht. Dann ist das so eigentlich perfekt. Ja, ich decke das jetzt ab, wie gesagt. Und inzwischen habe ich mir auch einen Smoothie gemacht. Den trinke ich gerade schon. Und ich glaube, das war es dann auch an Mittagessen für mich heute, der Smoothie und das Ei. Wobei, ich muss mich jetzt wirklich ranhalten. Glücklicherweise hat die Maschine die ganze Arbeit für mich übernommen. Das heißt, ich konnte es einfach anstellen und dann kneten lassen für 15 Minuten. Das wäre von Hand nicht gegangen. Und ja, ich decke das jetzt ab und werde dann weiterarbeiten. So, inzwischen ist es etwas später. Ich habe fast alles geschafft. Ich werde jetzt noch das
letzte fertig machen und dann bekommen wir gleich Besuch fürs Wochenende. Das habe ich ja schon angekündigt und ich werde euch dann ein bisschen zeigen, was wir so essen werden, wie das Brioche auch gelingt. Das interessiert mich persönlich am allermeisten und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was es zu essen gibt. Okay, also der Teig ist völlig explodiert. Der klebt auch schon richtig am Handtuch. Wow, das muss ich jetzt mal mich drum kümmern. So, inzwischen ist Sonntag und ich war gerade im Fitnessstudio. Das hatte ich mir jetzt unbedingt vorgenommen, weil ich letzte Woche nur einmal im Fitnessstudio war, weil ich ja so viel angestrichen habe und teilweise nicht mehr laufen konnte. Ja, also Fitnessstudio hat mir jetzt sehr gut getan. Ich war, glaube ich, 1,5 Stunden oder so, da habe ich schon lange nicht mehr. Und unser Wochenende war richtig, richtig schön. Wir haben sehr viel gegessen, sehr viel und gut gegessen. Unsere Suppe war super am Freitag. Die Kürbissuppe aus dieser Gemüsebox. Dann haben wir Scones gefrühstückt am Samstag und sind dann in ein Museum gefahren. Und dort habe ich mittags Lachs gegessen. Und abends gab es Lemon Chicken. Das hatte ich ja auch schon angekündigt. Und Sonntag haben wir dann das Brioche gegessen. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Also es ist wirklich gut gelungen. War ich sehr happy. Und ja, das war es im Endeffekt. Und dann haben wir mittags Knäckebrot gegessen mit Schinken. Und heute Abend werde ich, glaube ich, mich ziemlich zurückhalten mit dem Essen. Und damit würde ich sagen, war es auch für dieses Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wie immer gerne bei Koro vorbei. Mit meinem Rabattcode BarbaraLasLife könnt ihr euch immer 5% sparen. Und ich hoffe, mein Paket kommt diese Woche an. Dann kann ich euch nächste Woche zeigen, was ich bestellt habe. Und werde jetzt auch nochmal auf Entdeckungsreise gehen, was es sonst noch so gibt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.